Hier gibt es wohl zwei Diskotheken. Eine auf der linken Seite, eine auf der rechten Seite. Und dazwischen Hunde, die sich nur tot bellen. Es ist 1 Uhr nachts. 3 Stunden will ich aufstehen. Einen wunderbaren guten Morgen. 5.32 Uhr. Und wir sind tatsächlich auf dem Weg. Ja, also so ohne Frühstück, ohne Kaffee. Das ist ja eigentlich so nichts für mich. Aber heute gilt es jetzt einfach wirklich schnell anzukommen. Ersten 4 Kilometer gelaufen und an 3 Campingplätzen vorbeigekommen, die in keiner Karte eingezeichnet sind. Auch nicht in den Camping-Apps. Ich habe 4 davon. Tja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich ja auch nicht bei diesem doofen Camping bleiben müssen, der echt nicht gut war und einfach auch nur teuer. Hier in der Entfernung kann man schon mal sehen, wo ich hin muss. Das ist der Campingplatz. Sind aber immer noch 4 oder 5 Kilometer. Sieben Uhr und gleich sind wir im Dorf. Die Chancen stehen gut, dass dann schon eine Bar offen hat, wo ich einen Kaffee trinken kann und was essen kann. Ich habe so Hunger. Das ist wenigstens mal ein anständiges Frühstück. Das ist wirklich der italienische Albtraum. Ich finde auch nach vielen, vielen Jahren immer noch, dass es solche Strände tatsächlich nur in Italien gibt. Noch nicht mal in Spanien ist es so schlimm. Und das ist einfach die Menschen ausgeraubt auf legalem Wege. Und das sind Gelddruckmaschinen hier. Wahrscheinlich gehört das auch alles irgendwie der Mafia. Also ich war ja genau auf der gegenüberliegenden Seite, die man jetzt hier so hinter mir sieht, und da war es ja echt wunderschön. Und diese kleinen Strände bei den Campingplätzen, die waren natürlich irgendwie toll. Und wenn ich mir das hier so betrachte, dann kann ich wirklich nur sagen, Leute, vergesst es, kommt bloß nicht auf diese Seite vom See. Das ist echt, das ist furchtbar. Schrecklich. 50 Schirme mit je 2 Liegen. Das macht 1000 Euro nur für die Liegen plus 500 Euro nur für die Schirme. 1500 Euro. Jeden Tag, wenn so eine Liege nur einfach belegt ist, wird sie zweimal belegt, kommt es nochmal oben drauf. Rechnet euch das mal aus, was das macht im Monat. Und bei einer doch relativ langen Sommersaison. So, wir haben den perfekten Platz bekommen für eine Hitzewelle unter Bäumen. Großartig. Gestern und heute haben wir jetzt wirklich die ganze Zeit nur hier im Schatten verbracht. Ja, am Strand, das geht nicht. Das ist echt furchtbar.
Und hier ist es wirklich angenehm, man kann es aushalten. Die Zikaden sind unfassbar laut. Aber von dem her ist es perfekt. Ja, auch wenn das echt nicht der schönste Campingplatz ist, auf dem es so sein kann. Aber es ist, wie es ist. Morgen früh um 4 ist die Nacht wieder rum und dann mache ich mich auf nach oben. 24 Kilometer. Morgen soll es 30 Grad werden. Das kriege ich also auch am Vormittag noch hin. Hoffe ich.